Und willkommen zurück, liebe hanatistischen Hanatiker unter euch. Wir machen hanatischen Sport, indem wir Dark Souls zocken heute. Und ja, wir haben den Old Demon King gekillt und dementsprechend tauschen wir seine Seele einfach mal ein. Gucken wir mal, was wir da kriegen. Aha, thou returned, and a fine day it is. So. Ja, yep, wir haben Twisted Soul. So, was haben wir denn hier? Chaos Bad Vestige. Her Chaos Flame that scorches vicinity. Das klingt ja schon ganz schön geil. Old King's Great Hammer. Das sieht ja geil aus. Ein dickes, fettes Bum-Bum. So, und hier haben wir Demon Fist Nahkampf. Nahkampf haben wir hier. Stärke, Nahkampf, aber eher nicht so Stärke. Und hier haben wir alle Stats in der Demon Great Axe. Ja, ich bin für die Axt auf jeden Fall. Und hier, das wäre schon cool auszuprobieren. Aber es braucht 20 Int und 10 Wille. Oder Faith. Das ist mir zu viel. Also nehmen wir den Hammer. So. Seelen eintauschen. Speak thine heart's desire. Das machen wir, indem wir zwei Attunement. Scheiße. Farewell. Wir brauchen irgendwie 1000 Seelen. Goddammit. Wir brauchen irgendwie 1000 Seelen, also holen wir uns mal fix 1000 Seelen. Sag's eigentlich. At the foot of Lothric Castle. An old path still runs below the tower in the undead settlement. It was used to transport sacrifices to the Cathedral of the Deep. You should see where it leads. Danke für den Tipp. You've the stones for it. Okay. You haven't given up yet. You can make better. Heavy gem. I don't need it. Not now I've flown the coop. The undead legion of Farron is a caravan of undead, sworn by wolf's blood to contain the abyss. The legion will bury a kingdom at the first sign of exposure. Joyous bunch, really. Gaining inside their keep, snuffing out the flames of three altars opens the door to the wolf blood. Even accursed undead want to believe they're special, it seems. I pity the sorry souls. Okay, interessant. Wir haben ganz gute Informationen gerade bekommen. Wir brauchen allerdings 1000 Seelen, was mich gerade nicht so sehr glücklich macht. Also werden wir das in den Demon Ruins holen, indem wir uns mit dieser einen Fetty Bubba Lubi uns annehmen und dann Fetty Bada Bum Bum umhauen und dann Fetty Bada Bum Bum. Wird uns dann 1000 Seelen geben, denke ich mal. Wo ist Fatty Bumbaladdy? Ich glaube hier unten. Ist Fatty Bumbaladdy. Zack. Und da ist Fatty Bumbaladdy down. 1000 Seelen? Fast. Dann legen wir uns nochmal mit den anderen da an. Wir brauchen definitiv wieder Throwing Knives, denn die haben uns gerade zum Kill verholfen. Und dementsprechend finde ich die ganz geil. I'm a fucking idiot. Wenn ich jetzt nochmal sterb, raste ich aus. Flipp ich aus.
Wenn ich jetzt nochmal sterbe, raste ich aus, Alter. I'm a fucking idiot. Das sind meine Seelen. Gott sei Dank. Nein, Toxin, Toxin, Toxin ist so viel gefährlicher wie Gift. I'm a fucking idiot. Why did I do this? Oh, oh Gott. Oh Gott. Oh je, meine Fresse, meine dumme Fresse. Bin ich so blöd? Ich sollte die Seelen einfach nehmen und abhauen. Nicht sterben, Alter, ich sag's dir. Oh Gott. Wo sind meine Seelen, Mann? Ah! Weg hier! No! No, 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 no! God damn it. God damn it. Hilfe. Hilfe. Firelink Shrine. Ich bin doch so ein Idiot. Ei. Well, very, then touch the Level up. So, wir brauchen noch zwei Attunement Slots, zwei Attunement Dinger. Und dann leveln wir ab. Farewell, Ashen. So, was wir jetzt machen ist, wir werden jetzt nicht da heruntergehen, sondern ich würde sagen, wir legen uns mal mit dem Wurm an. Beziehungsweise, nee, wir legen uns mal nicht mit dem Wurm an. Wir machen Abandoned Tomb, genau. Wir machen Abandoned Tomb und wir werden den zweiten Eingang zu diesen Demon Ruins begehen. Denn diesen Eingang, da gibt es auch ein weiteres Bonfire. Und ein weiteres Pyromancy Tome. Und dieses Pyromancy Tome, meine Stimme ist fast weg. Und dieses Pyromancy Tome, ich komme in die Pubertät. Und dieses Pyromancy Tome gibt uns den Dark Fireball. Au. Den Chaos Fireball wollte ich sagen. Stimmbruch, meine Damen und Herren, mit 26. So. Da ist wieder so ein Dicker. Au. Der lebt noch! Der lebt noch! Warum lebt er noch? Eieiei. Das war eigentlich exakt nicht der Weg, den ich gehen wollte. Egal, hier haben wir das Bonfire. Das war eigentlich exakt der Weg, den ich nicht gehen wollte. So, ich wollte eigentlich in diese Richtung gehen. Übrigens bin ich heute, ich arbeite ja für Schulen als ITler. Und ich bin heute wieder zweimal als Schüler durchgegangen, was ich sehr lustig fand. Was ich sehr, sehr lustig fand. Ich ging wieder mal zweimal als Schüler durch.
Oh, wir haben uns noch so einen Twinkling Titanite-Typ zu suchen, genau. Der fehlt uns ja auch noch. Ich weiß nicht wieso, aber ich sehe aus wie 16. Warum auch immer. Genetics. Genetics. Bab, friss den hier, du Spast. Friss den hier, du Spast. Und da ist unser Isolith-Tome. Bam. Hier, Isolith Pyromancy-Tome. Es könnte auch sein, dass es einfach nur Fanservice ist, dass dieses Ding Isolith heißt. Aber hier deutet alles darauf hin, dass es nach Isolith geht. Alles. Das hier sind alles Ranken von The Bat of Chaos, würde ich jetzt einfach behaupten. Und mal abgesehen davon sind hier überall Embern in der Luft. Und ja. Allgemein visuell sehr beeindruckend, dieses Gebiet. So, dann gehen wir uns mal das Pyromancy-Tome einlösen. Und uns den Chaos Fireball kaufen damit. Oh. Ja, natürlich besser so als andersrum. Nur ist es manchmal nervig, wenn man halt tatsächlich wirklich für Schulen arbeitet und man geht zu dem Kunden, der eigentlich einen kennen sollte und plötzlich heißt es, sie dürfen hier nicht sein, sie sind Schüler. Nein, ich bin von ihrer IT-Firma. So. Oh, wir haben mehrere sogar. Ah, what have we here? Then you found the home of pyromancy. Brilliant. I will never curse being old and undead again. Now, now, show it here, quickly. The primal pyromancy is known only to old Master Salaman. Well, das hier müssen wir noch. This inscription. This tome is from the catacombs. Richtig. Fascinating. Fascinating. On this day, the teacher learns alongside the pupil. So, das können wir ihm ja natürlich nicht geben, ne? Ja, genau, das können wir ihm nicht geben. So, Learn Pyromancies, da haben wir's. Chaos, Great Chaos Fire Orb. Er kostet halt 10.000. Der kostet halt 10.000. Das ist halt schon eine Menge. Aber wir haben auch das hier jetzt, Karthus Flame Arc. Das heißt, im Prinzip sollten wir eigentlich mindestens 18 Attunement holen, damit wir 3 Slots haben. Wir könnten auch jederzeit einen Ring anlegen. Wir könnten jederzeit einen Ring anlegen, das was wir jetzt auch hier machen werden. Wir werden jetzt halt hier den Deep Ring anlegen, damit wir quasi hier einen weiteren Attunement Slot haben. Aber hier ist nämlich auch ein geiler Ring, sobald wir den Attunement Slot haben. Witch Ring, greatly boost Pyromancies. Beziehungsweise, wir haben ja noch gar keinen, genau, wir haben ja noch Great Chaos Fireball. Dementsprechend können wir das uns auch später holen. So, wir gehen in die Old Kings Antichamber und gucken mal, was da denn so ist. So, und ich weiß übrigens auch mittlerweile, wo man diese ganzen Schriftrollen abgeben kann. Diese Schriftrollen, wo haben wir sie denn? Habe ich sie irgendwo noch? Schriftrolle. Diese Schriftrolle hier, genau wie diese Schriftrolle hier und noch weitere Schriftrollen, die könnten wir bei einem NPC abgeben, den ich leider getötet habe. Dementsprechend war es das mit Magic Land in diesem Run. Oh! Okay. Ich habe mir gedacht, die sieht ein bisschen fake aus, die Wand. Gut zu wissen. Das muss ich in meinem Run auch noch machen. Aha, ich hab doch gleich gewusst, dass da irgendwas faul ist. Au! Ich hab doch gleich gewusst, dass da irgendwas faul ist. Okay. Dann komm mal runter. Hab doch gleich gewusst, dass da irgendwas faul ist. Magma-Schleim ist ja auch sehr geil.
Immer schön langsam. Au! Au, 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 au. Lass mich in Ruhe. Au. Shit, ich hänge fest. So, manchmal wünsche ich mir jetzt tatsächlich Magic zu können. Manchmal wünsche ich mir wirklich Magic zu können. Aber ein Magic Knight war noch nie die beste Wahl in Dark Souls. Magic Knight war schon immer sehr schwierig zu spielen. Pyro Knight natürlich, weil Pyro natürlich keine Stats braucht, um zu funktionieren. Ist natürlich nicht das Beste dann, aber Pyro funktioniert auch ohne Stats. Was es natürlich sehr lukrativ macht. Zumindest fast ohne Stats. Sagen wir es mal so. Würdest du den mal bitte targeten? Würdest du mal bitte ins Target nehmen? Dann halt so. Und nochmal. Zack. So, Weg bereinigt. Da ist ein Loch. Da möchte ich vielleicht nicht herunterfallen. Estus Shard. Okay. Aber das sieht ganz danach aus, als ob man hier rüber jumpen sollte. Und dementsprechend kommt wieder mein Erzfeind ins Spiel. Nämlich Spring. Yay. Sehr gut. So, und dieses Monster, diese Schweinestatue, ist auch eine Dark Souls 1 Statue. Dementsprechend ist es sehr verwunderlich, dass es diese Statue hier auch gibt. Diese Statuen waren in den Demon Ruins zu finden. Wow! Ah, nein! Nein! No! No, 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 no! No, 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 no. Nein! Ai. Panikmodus! Autsch! Panikmodus! Ach du Scheiße, hab ich gerade Panik bekommen. Holy smokes. Oh, Backe, Alter. Nein! Hä? Okay. Dann kriegst du halt so auf den Sack. Puh. Uiuiui. Okay, was haben wir hier? Au, o, a, i, a, o, o, a. Au, i, a, o, o, a, i, a. Oh, fuck! I hate this area so bad! I hate it so bad! Fucking area, man! I hate it. Oh, wow. Meine Güte, Mann. Meine Herren. Puh.
Ist das ein Jumper? Uiuiui. Hier sind übrigens versteinerte Taurus-Dämonen. Wieder ein weiteres Indiz, dass wir uns wirklich in der Nähe von Izalith befinden. Ein Cabra-Demon. Okay, hier gibt es einige versteinerte. Ui, ein Black Knight. Und wieder 5000 Seelen weg. Mann. Was geht denn? Ich meine, ich finde haufenweise versteckte Türen gerade im Livestream, aber es macht es nicht besser, dass ich gerade verdammt viel Seelen verliere. Ich werde, nachdem hier der Stream vorbei ist, noch ein paar Seelen farmen gehen. Wir haben viel zu viele Seelen verloren und ich werde ein paar Seelen farmen gehen. Weil es geht ja gar nicht klar, dass wir wirklich echt voll im Nachteil sind gerade. Wir haben gerade riesen Seelenprobleme. Ein paar Seelen werde ich farmen müssen. Komme ich nicht drum herum. Wir haben jetzt schon wirklich gute 60.000, 70.000 Seelen verloren. Das ist doof. So. Warum nicht gleich so? Arschloch. Ah, Mann, Mann, Mann. Ah. Ich habe das Gefühl, ich sollte hier nur nicht sein. Der Timer ist auch abgelaufen. Komm, eine Chance probieren wir noch. Einmal probieren wir den noch. Aber nicht, wenn ich jetzt gleich nochmal sterbe! Aber die Truppen large Titanite Shards. Das bedeutet, wir könnten jederzeit eine neue Waffe vorbereiten. Und ich bin interessiert an dieser Stärke-Katana. Dass wir die Stärke-Katana zu einer Heavy-Katana machen. Oder zu einer Blitzkatana, wenn ich Blitz schon kann. Aber ich glaube nur nicht, dass ich Blitz schmieden kann. Ich hätte aber Lust, diese Katana zu einer Blitzkatana zu machen. Black Knights! Oh fuck. Down, sehr gut. Oh, Halberde? Ist es die Halberde? Nein, aber der Helm, Black Knight Helm. Was finden wir hier? Black Knight Sword, okay. Now we're talking. Was kann das so? Black Knight Sword, wo ist es denn? Black Knight Sword. Da ist es. Black Knight Sword. Great Sword. Now we're talking. Das ist cool. Cool. Perseverance, okay. Cool. Okay. Dann würde ich sagen, hier sind wir ziemlich safe. So safe, wie man in Dark Souls sein kann. Wir gehen ins Outro.
Danke fürs Reinschalten mit diesem Part. Ich muss mal ganz kurz auf hanatische Toiletten für kleine Hanatiker. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Teil bei Part 7, 38. Ich glaube, 38 müsste der nächste Part sein. Das müsste 37 sein. Und ja, wir machen noch mindestens diesen Part. Wenn nicht, machen wir noch einen. Aber ich glaube, wir machen nur noch einen. Ich bin ziemlich kaputt von der Woche. Und dafür machen wir morgen weiter. Morgen muss ich Cooking Hana aufnehmen. Das wird auch nochmal richtig anstrengend, aber richtig geil. Und ja. Macht nichts, was ich nicht auch tun würde. Alle wichtigen Links findet ihr unten in der Beschreibung. Ich würde mich über ein Abo und ein Follow freuen. Und wenn ihr aber live dabei sein wollt, wäre das auch verdammt cool. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part. Bis gleich, Leute.